Wo war denn das? War das hier in diesem Teil, wo ich auch Sachen. Genau, das war in der Irrenanstalt, wo ich auch Sachen machen wollte, wo ich Das einfach. wird sich sicher als nützlich erweisen. Ich wollte Sachen machen, die ich noch nicht machen durfte, weil das Spiel es mich einfach noch nicht erlaubt hat, weil ich ja quasi. Mir war als Spieler zwar schon klar, dass ich das natürlich brauche, aber ausgerechnet hier geht das Spiel nach Logik. Wir durften die Blumen pflücken, obwohl wir nicht wussten, dass wir sie brauchen. Aber die Zitrone, wo wir wussten, dass wir sie brauchen, die durfte ich nicht vorab pflücken. Was zum Henker? Oh, Holmes, hier sind Tausende von diesen Stechmücken. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich mit Watson reden. Watson? Watson, reiben Sie sich mit Zitronensaft ein. Er wird Sie vor den Mückenstichen schützen. Kennen Sie einen ähnlichen Trick, um das Eindringen von Kugeln zu vermeiden? Den werden wir nämlich bald brauchen. Das heißt, jetzt darf ich durch? Jetzt darf ich durch? Ich bin wieder zu ungeduldig, ne? Ich merk's schon, aber ich würde auch sagen, ich bin zu Recht ungeduldig, denn ich wusste hier, wie gesagt, hier an der Stelle, wo es logisch war, dass ich vielleicht schon mal die Zitrone nehme, da durfte ich es nicht. Da, wo es unlogisch ist, dass ich irgendwelche Dinge nehme, da darf ich es. Point-and-Click-Adventure. Hört auf damit. Könnt ihr euer Genre nicht mal so überarbeiten, dass es realistisch und vernünftig ist? Hier gibt es Anzeichen eines Kampfes. Vielleicht hat Arneson das Bewusstsein wiedererlangt und sich gewehrt. Blut, und zwar in großer Menge. Diesem Busch fehlen die unteren Blätter und er ist ein wenig herausgerissen. Jemand hat sich am Gestrüpp festgehalten und wollte nicht wieder loslassen. Sein Gegner konnte ihn wegen seines festen Griffes nicht bezwingen und muss seine Hand abgetrennt haben. Ich würde sagen, die rechte. Wie furchtbar! Ich würde eher sagen, wie entschlossen. Er hat ihm die Hand abge. Dafür ist hier aber viel zu wenig Blut. Wenn einem die Hand abgetrennt wird, müsste doch viel, viel mehr Blut hier sein. Und sowas kann Watson hier erkennen. Watson, sage ich, Holmes. Es gibt Beweise für einen heftigen Kampf im Sumpf, auf dem Weg von Arnesons Garten zum Flussufer. Die Gewalt dieses Kampfes ist unverkennbar, da die rechte Hand eines der Kämpfer eben dort abgetrennt wurde. Au, au. Also wenn Arneson hier nicht stirbt, dann weiß ich auch nicht weiter. Hoch. Ein Boot hat hier gewartet. Watson, anscheinend führen alle Spuren in den Sumpf. Wie kommen wir dorthin? Wir müssen diesen Fischer finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Sie haben ganz recht, Watson. Außerdem wäre es klug, einer jungen Frau einen Besuch abzustatten. Einer jungen Frau? Dieses Spiel. Grandios. Laufen Sie, Watson, laufen Sie! Der Sheriff, der hier irgendwie involviert ist. Deshalb die Warnung, der Sheriff hat. Der Sheriff ist hier sowas von involviert. Wir haben Sie abgehängt, Holmes. Bestimmt nicht, Watson. Sie gaben die Verfolgung erst auf, als Sie sahen, dass wir auf den Hafen zuhielten. Offenbar haben Sie Befehl, Eindringlinge nur im äußersten Notfall zu töten. Soll mich das beruhigen? So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Lady. Die Dame, die wir von den Bildern her kannten. Guten Abend, ihr Süßen. Ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ja? Nun. Nein, Madame. Wir möchten nur mit einer Ihrer Damen über eine äußerst dringliche Angelegenheit sprechen. Natürlich, Schätzchen. Wie viel Geld wolltest du denn ausgeben? Die Sache ist die. Madame, ich muss protestieren. Es ist nicht das, was Sie denken. Die Angelegenheit ist äußerst dringend und nicht im Mindesten fragwürdig. Oh, sicher, ich verstehe schon. Ich weiß alles über diese dringlichen Angelegenheiten, die ihr Kerle mit den Mädchen zu besprechen habt. Aber bevor ich kein Geld von dir sehe, scheren sich du und deine dringende Angelegenheit lieber fort von hier. Zumindest seid ihr zu zweit. Da könnt ihr euch immer noch gegenseitig zur Hand gehen. Was hat sie gerade gesagt? Diese Amerikaner haben solche blumigen Ausdrücke. Genau das, was du denkst, Watson. Genau das, was du denkst. Okay, Madame hier hilft uns nicht weiter. Dann kann ich mir vielleicht selber helfen. Ich habe ja kein Geld mehr, das heißt, ich muss irgendwie.
ins Gespräch mit der Dame kommen. Pom, pom, pom. Vielleicht durch den Blumenstrauß. Vielleicht muss ich ihr den Blumenstrauß zeigen. Guten Abend, ihr Süßen. Nun. Das kennen wir schon. Nein, Madame, wir sind hier um. Das kennen wir alle schon. Das kennen wir noch nicht. Ha, ha, ha. Ich hab's gewusst. Guten Abend. Haben Sie diese Blumen gebracht? Wer sind Sie? Was ist mit... Mr. Arneson? Wir wissen noch nicht genau, was mit dem Gentleman passiert ist. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Hören Sie, Miss... Lucy. Meine liebe Miss Lucy, mein Freund und ich sind extra aus England angereist. Sie haben uns heute Morgen vielleicht mit dem Sheriff zusammen gesehen. Arbeiten Sie für ihn? Nein. Tatsächlich verdächtigen wir ihn, unsere Ermittlungen zu behindern. Unser Fall hat entfernt mit Mr. Arneson zu tun, also sind wir zu seinem Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Dort haben wir Beweise gefunden, dass er entführt und dass einer seiner Diener ermordet wurde. Entführt? Aber warum? Ich weiß es nicht, aber die Zeit läuft uns davon. Bitte erzählen Sie uns, was Sie über Mr. Arneson wissen. Und lassen Sie nichts aus, Miss Lucy. Selbst die unbedeutendste Tatsache könnte von großer Wichtigkeit sein. Er ist so ein netter Mann. Und er hatte versprochen, dass wir im Herbst heiraten. Kam vor etwa 2 Jahren nach New Orleans. Er ist Jäger und wollte nur ein paar Wochen bleiben. War hinter etwas in den Sümpfen her, weiß der Himmel was. Dann begegneten wir uns hier. Ich hatte gerade erst hier angefangen, wissen Sie? Madame sagte, sie würde mich nur gehen lassen, wenn all meine Schulden und eine Entschädigung für mich bezahlt würden. Vor ein paar Wochen sagte Errol, ich meine Mr. Arneson, dass sie die Lösung hätte. Vielleicht hatte er das Geld und wurde von Leuten entführt, die es darauf abgesehen hatten. Für die meisten hier in der Gegend wäre das ein kleines Vermögen. Und Sie wissen, wo er es versteckt haben könnte? Oh, das Geld ist mir egal. Wenn ich dafür Errol zurückbekomme, gebe ich es gerne her. Er hat mir einen Geheimraum im 1. Stock gezeigt. Er schießt mit einer Pistole, um ihn zu öffnen. Er sagt, dass nur ein guter Schütze das schafft. Hinter der Wand ist ein Schrank mit Waffen und einem kleinen Kästchen hinter einem großen Gewehr. Da ist sein Geld drin. Um die Schranktür zu öffnen, benutzt er den Siegelring, den er an der rechten Hand trägt. Aber wie kann Ihnen irgendwas davon helfen? Sie haben ja seinen Ring nicht. Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben, Miss Lucy. Wenn Mr. Arneson noch am Leben ist, bringen wir ihn zu Ihnen zurück. Kommen Sie, Watson. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Wir müssen diesen Fischer finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Der Siegelring an der rechten Hand. Die rechte Hand, die ihm abgeschlagen wurde. Na, hoffentlich ist jetzt der Siegelring damit nicht verloren. So, schnell gehen wir wieder zu dem Herrn in den Docks. Wupp. Das heißt, wir dürfen wieder unseren Slapstick-Weg teilweise entlang gehen. Nur ohne Slapstick diesmal natürlich. So, flink, flink, schnell. Ich hoffe, dass ich mit dem nächsten Sherlock Holmes Spiel einfach wieder ein bisschen weniger Probleme habe, was die spielerische Natur angeht. Sprich, so dieses Ruckeln und die Grafik und alles. Also das ist halt eine doofe Sache, die mich unnötig in Beschlag genommen hat. Also ich brauche ja nicht die schönste Grafik, aber ich möchte wenigstens, dass das Spiel problemlos funktioniert. Vor allem, wenn ich mir denke, dass mein Rechner eigentlich gut genug dafür sein sollte. Da ärgert es mich dann natürlich umso mehr. So. Hier, ein wenig Champagner für Champagne. Wird das hier die Kosten für ein Boot decken? Die wurden nicht richtig gelagert. Jetzt sind sie ganz warm. Dafür kriegen Sie nur die Planken von dem Stapel da drüben. Und eine Ihrer Laternen. Verkauft. Was haben Sie damit vor, Holmes? Wollen Sie ein Floß bauen? Statten wir diesem Arneson einen Besuch ab, Watson. Ich glaube, er will tatsächlich ein Floß bauen. Er will eine Leiter bauen. Holmes hat eine Leiter gebaut. Okay, was stelle ich jetzt hiermit an? Guten Abend, Sir. Wir möchten eine kurze Fahrt auf dem Fluss unternehmen, in den nahen Sumpf.
Himmel, nur ein Narr würde nachts in diesen Sumpf fahren. Kommen Sie morgen wieder, dann bringt der alte Champagne Sie hin. Ganz bestimmt. Nein, Sir. Es ist von größter Bedeutung, dass wir heute Nacht noch in den Sumpf fahren. Da kommen Sie nur hin, wenn Sie ein Boot haben. Ich kann Ihnen das Boot verkaufen. Aber ich sage Ihnen gleich, Sie müssen allein in den Sumpf. Ich glaube, wir können eine Art Bezahlung finden, die Sie zufriedenstellt. Wir kommen wieder. Bess? Wir haben Ihnen schon... Oh, wir haben den Rubin. Ich glaube, wir können eine Art Bezahlung finden, die Sie zufriedenstellt. Wir kommen wieder. Wir sollten etwas finden, womit wir diesen Mann bezahlen können. Schön, toll, danke. Also haben wir den schönen Champagner gegen ein paar Planken eingetauscht und müssen jetzt dennoch was finden, was wir... Moment mal, kann ich vielleicht in Arnesens Gebiet wieder? Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen? Wir suchen einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, Ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden Sie denn nur, Holmes? Ein Krokodil. Sag mir nicht, es geht hier um ein Krokodil. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Die Waschbären. Die... Nein, genau, deshalb das Wir brauchen ja irgendwann das Waschbär. Och, ich bin so... Kein Krokodil, ein Waschbär. Jetzt aber. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Waschbären? Ist es das? Muss ich den Plural nehmen? Oder habe ich mich verschrieben? Waschbären. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Das, wer soll's denn sonst haben? Wir haben die Leiter, mit der klettern wir auf die Erhöhung, wo der Waschbär sein Nest hat. Und dort hat der Waschbär die Hand hingetragen. Weil die sammeln Aas. Und die Hand, die abgeschlagene Hand, ist ja quasi Aas. Was ist denn die Antwort, die das Spiel haben möchte, wenn es nicht ein Krokodil, also wenn Krokodil falsch ist und wenn Waschbär die falsche Antwort ist? Hier sind wir schon bei Gigax, das kann ja nie nimmer sein. Wer hat Arnesens Siegelring? Ja, Waschbär. Tier könnte ich jetzt noch nehmen. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Aasfresser vielleicht noch? Sie meinen es gut, mein lieber Watson. Also, erstmal bei aller Liebe. Übersehen. Ich bin mir 100% richtig sicher, dass der Waschbär den die Hand mitgenommen hat. Wer hat Arnesens Siegelring? Hand? Die in der Hand.
Die Hand vielleicht hat den Siegel. Sie meinen es gut, mein Lieber. Die rechte Hand? Es ist halt das Blöde, wenn man irgendwas hat, wo man schreiben muss, weil... Ups, das war falsch. Weil, den genauen Wortlaut, den die Spieleentwickler hier haben wollen, zu finden. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Leute, wenn es für euch okay ist, dann gucke ich das jetzt einmal ganz kurz nach, welchen Wortlaut Sie genau haben wollen, weil für mich ist es jetzt eigentlich sehr klar. Die Hand wurde abgeschlagen von... Ich könnte jetzt noch Aschmat eingeben. Ich könnte jetzt noch Aschmat haben, eingeben. So hieß der Diener ja, ne? Genau, Aschmat. Aschmat. Und Arnesen würde ich sonst noch einmal ausprobieren. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Ja, dann versuche ich es nochmal mit Arnesen. Und dann würde ich halt kurz nachgucken, wenn es falsch ist, weil für mich ist es jetzt so. Aschmat hat Arnesen die Hand abgeschlagen, weil der aufgewacht ist und sich festgehalten hat. Daraufhin ist die rechte Hand mit dem Siegelring, ne, wahrscheinlich zurückgeblieben. Aschmat hat Arnesen vielleicht noch so weit verbunden, dass der nicht verblutet. Und hat ihn halt weiterhin entführt und die Hand zurückgelassen. Und einer der Waschbären hat sich diese Hand geschnappt, weil das ist Aas, das ist eine Hand, die dann verfault, ja. Und hat die in sein Nest gebracht, wo jetzt wahrscheinlich dieser Siegelring halt auch liegt. Und deshalb brauchen wir die Leiter. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Also ich bin mir 100% sicher, dass mit dem Ablauf eigentlich es soweit stimmt. Nur die Frage ist, welchen genauen Wortlaut wollen Sie haben? Und den werde ich jetzt einfach kurz nachgucken. Also, so Leute, da bin ich wieder und es ist so lächerlich. Ich hatte nämlich recht. Waschbär ist die richtige Antwort, ich hatte recht. Der Witz ist nur... obwohl wir hier ein zur Verfügung haben, was ja genau als Bär eingesetzt werden muss, funktioniert das nicht. Aus irgendeinem Grund nimmt er das nicht als richtigen Buchstaben in der Lösung, sondern wir müssen den Umlaut umschreiben mit AE. Wo ich mich frage, wozu habt ihr das dann eingebaut, wenn es in der Lösung überhaupt keine Funktion hat, wenn es nicht funktionieren kann? Waschbär. Ich hatte recht, ich hab's gesagt. Die Tatsachen sprechen für sich, Watson. Der Schlüssel, der Arnesons Schrank öffnet, ist der Siegelring, den er gewöhnlich an der rechten Hand trägt. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Zufällig werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft Gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbärspuren in der Nähe gefunden und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt.